Sascha für Mobile Geeks hier. Ich bin gerade bei Nvidia und schaue mir endlich das neue Vico Wax an. Vico, das ist eine Firma, die vor allen Dingen in Frankreich unheimlich abgeräumt hat mit ihren Smartphones. Und wir haben auch, glaube ich, schon diverse davon in Videos gehabt und in Reviews. Das ist jetzt endlich mal ein Gerät, was mit dem Tegra 4 auch nach Europa kommt und vor allen Dingen auch nach Deutschland. Da ist der Tegra 4i eingebaut. Das bedeutet auch, ihr seht auch hier ganz oben, 4G steht da, dass das Nvidia i500 LTE Modem mit eingebaut wurde. 60 GPU-Cores bekommt er damit. Und Nvidia sagt, das ist ungefähr doppelt so schnell wie ein Qualcomm Snapdragon 400. Hinten haben wir eine 8-Megapixel-Kamera. Vorne sind es immerhin 5. 4,7-Inch-Screen ist das. 27p ist die Auflösung. Und jetzt gucken wir mal vielleicht ganz kurz noch hier in die Settings rein. Ihr seht schon, das sieht alles sehr nach einem ganz normalen Android aus. Okay, deine Settings wollen uns offenbar nicht reinlassen, dann lassen wir das mal schön. Geht mal davon aus, dass mindestens ein Jelly Bean drauf ist. Wenn nicht, aber hoffentlich dann sogar noch ein KitKat. Aber ihr seht, das ganze Gerät an sich ist extrem dünn, fühlt sich wirklich gut an. Lass mal rumlaufen. Hier haben wir Lautstärkeregelung, An- und Ausschalter. Unten haben wir nichts, an der Seite haben wir nichts. Da oben haben wir dann ein Micro-USB und dann den Anschluss für euer Headset. Performance-technisch, lass uns mal irgendwie noch ein lustiges Spielchen fahren hier. Gucken wir mal, was wir da haben. Okay, das wird jetzt alles ein bisschen spannend hier. Ich hier mit einer Hand da drauf. So. Gucken wir mal. Lass mal ein bisschen was vor die Rübe hauen hier. Oder vielmehr eben. Ihr seht also, grafiktechnisch ist das natürlich eine feine Sache. Und das ist ja auch genau das, wofür Nvidia bekannt ist. Also das, was wir euch auch nicht sagen können, ist, wie schwer es ist. Irgendwie, Vico, ich glaube, das müssen sie noch lernen, dass sie Spezifikationen sofort auf ihre Webseite auch packen. Ich weiß nicht, wie schwer es ist, ich weiß nicht, wie dünn es ist und ich weiß vor allen Dingen nicht, wie groß der Akku ist, der aber austauschbar ist. Das ist ein Single-SIM, also kein Dual. Das ist, glaube ich, auch in Europa immer noch nicht so angesagt, den Dual-SIM. Aber nochmal, der erste Eindruck ist wirklich klasse. Mir gefällt vor allen Dingen hier echt dieses pure Android-Feeling. Das ist wie ein Vanilla-Experience. Da ist jetzt mit irgendwelchen Widgets rum. Ja, weiß ich nicht, ist der. Sieht aus wie ein Nexus-Gerät. Schönes Ding, preislich geht man davon aus, dass er sehr wettbewerbsfähig ist. Ich würde auf alle Fälle sagen, weit unter 350 Euro. Was heißt weit unter 350 Euro? Das könnte dann ja auch 150 Euro sein. Aber auf alle Fälle unter 350 Euro gehe ich mal davon aus. Das ist also ein erstes Hands-on vom neuen Vico Wax. Ich bin Sascha für Mobile Geeks. Vielen Dank fürs Zusehen. Sascha für Mobile Geeks hier. Ich bin gerade bei Nvidia und schaue mir endlich das neue Vico Wax an. Vico, das ist eine Firma, die vor allen Dingen in Frankreich unheimlich abgeräumt hat mit ihren Smartphones. Und wir haben auch, glaube ich, schon diverse davon in Videos gehabt und in Reviews. Das ist jetzt endlich mal ein Gerät, was mit dem Tegra 4 auch nach Europa kommt und vor allen Dingen auch nach Deutschland. Da ist der Tegra 4i eingebaut. Das bedeutet auch, ihr seht auch hier ganz oben, 4G steht da, dass das Nvidia i500 LTE Modem mit eingebaut wurde. 60 GPU-Cores bekommt er damit. Und Nvidia sagt, das ist ungefähr doppelt so schnell wie ein Qualcomm Snapdragon 400. Hinten haben wir eine 8-Megapixel-Kamera. Vorne sind es immerhin 5. 4,7-Inch-Screen ist das. 27p ist die Auflösung. Und jetzt gucken wir mal vielleicht ganz kurz noch hier in die Settings rein. Ihr seht schon, das sieht alles sehr nach einem ganz normalen Android aus. Okay, deine Settings wollen uns offenbar nicht reinlassen, dann lassen wir das mal schön. Geht mal davon aus, dass mindestens ein Jelly Bean drauf ist.